Hola, buenas noches bei There You Go TV. Heute sind wir im Lago Bay. Hier findet von der Kaifu Lodge die Baywatch Party statt. Sogar mit einem Live-Act Champagne. Wir sind sehr gespannt, was die auf der Bühne präsentieren werden. Des Weiteren werden wir natürlich ein paar Drinks ausprobieren, das Essen verköstigen und mal schauen, was hier der Pool sagt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hey, wir sind Champagne. Und wir sind hier bei There You Go TV. So, jetzt hier bei mir die Gruppe Champagne. Gerade eben waren sie noch live auf der Bühne, haben eine Wahnsinns-Show geliefert. Diese drei sexy Ladies, stellt euch bitte einmal vor, wie sind eure Namen? Ich bin Anne. Maggie. Und? Lani. Lani, seit wann gibt es euch? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe von euch bislang noch nichts gehört. Nachdem ich die Show gesehen habe, muss ich sagen, leider. Wo wart ihr die ganze Zeit? Ja, also wir machen schon länger zusammen Musik. Also ich kenne Maggie zum Beispiel jetzt schon 6 Jahre. Und jetzt in dieser Konstellation machen wir das jetzt seit 3-4 Monaten ungefähr. Also das ist noch eine ganz, ganz neue Gruppe. Schreibt ihr eure Texte selber? Produziert ihr auch selber? Oder wie macht ihr das alles? Ja, wir schreiben unsere Songs selbst. Wir produzieren auch selbst. Teilweise kriegen wir auch noch Instrumentals von anderen Leuten. Aber die Beats zum Beispiel machen wir auch selbst. Ich sage schon mal Dankeschön an euch, Champagne. Uns hat es granatengut gefallen, eure Show. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft und ich denke, wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank. Yum, 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 kann ich nur sagen. Diego, this tastes so fantastic. I heard you are the cook. Tell me something about the food. Well, we do prepare everything ourselves and we try to buy all the best quality of food. So tell me, what is the most favorite food, the most ordered food? We are selling much of this Hell's Burger, and it's a combination of different kind of grilled vegetables and homemade burger meats. And no, I tried a little, it tastes fantastic, it looks fantastic. You just mentioned it's healthy, so it's low fat. Yeah, well, that's called slow food. We're trying to buy everything what is organic, everything that doesn't come from an industry, so we can help the small producers of and et cetera, no, it's just the taste and the quality of everything we have is superior.